Ihr seht hier das Nokia C101 und wir schauen uns die Multimedia-Funktion von diesem Gerät an. Die Multimedia-Funktion, die das Gerät tatsächlich hat, und das sind ein paar wenige. Ich drücke auf Menü, habe hier meine Musik, kann dann hier das Radio auswählen oder meine Musik. Den Media Player kann ich öffnen und hier kann ich die Musik nach Interpreten und so weiter aussuchen. Ich gehe mal auf den Media Player und wähle den aus und jetzt habe ich hier Musik drauf. Und zwar kann ich jetzt in der Mitte auf Play drücken, nach rechts und links kann ich skippen von Lied zu Lied und hier habe ich Option Medien öffnen, aktuelle Titel im Hintergrund laufen lassen, Zufallswiedergabe, wiederholen, in Titelliste hinzufügen, wahrscheinlich Ton aus, mehr. Guck ich mal kurz, Titelliste erstellen, ja, mehr. Ja, und ich spiele einfach mal das Lied ab. Die Lautstärke verändere ich hier mit der Vier-Wege-Wippe. Ich habe hier nämlich keine Lautstärke-Wippe. Der Ton kommt hier raus. Der Sound ist okay, natürlich verzerrt er hier, die Box ist nicht die beste, aber er ist relativ laut, also da hat man wenigstens ein wenig was von, aber man verwendet ja eigentlich auch hier diese 3,5 mm Buchse für Kopfhörer. Wenn man jetzt ein Lied zeigen will, dann kann man das aber auch mit diesem Gerät machen, also das funktioniert nicht gar nicht. So, was haben wir noch? Wir haben Spiele, schauen wir einmal rein, was wir hier finden und gucken einmal, wie diese Spiele so aussehen. Also von den Spielen kann man nicht viel erwarten. Ich meine, das sind jetzt 1, 2, 3 Spiele, die nicht gut aussehen, aber man kann immerhin sich die Zeit vertreiben, wenn man möchte. Was haben wir hier noch für weitere Programme? Wir haben Wecker, Kalender, Rechner, Galerie. Extras haben wir nochmal, schauen wir auch nochmal durch. No Name, das ist die SIM-Karte. Spiele, Sammlung. Gucken wir nochmal in die Sammlung. Ja, Umrechner, Weltzeituhr. Ja. Und so sieht das aus, auch hier nicht ganz so viel Sprachaufzeichnung, Aufgabenlisten, immerhin Notizen kann man hier machen, Countdown, Stoppuhr, sowas ist ja immer mal wichtig, aber ansonsten haben wir hier auch nichts Besonderes. Fotos können wir hier öffnen, Kamera, meine Fotos, Zeitleiste, meine Alben, Videokamera und ja, weitere Einstellungen gibt es hier noch. Apropos Kamera, wir werden einmal die Kamera testen, ich starte sie einfach mal. Wir haben hier diese Kamera und diese nimmt in VGA-Auflösung auf. Hier haben wir unser Objekt. Das werde ich einmal fotografieren. So, natürlich kein Autofokus, der stellt jetzt nicht besonders scharf. Hier kann ich zoomen. Ich habe hier immerhin einen Zoom. Hier haben wir Optionen. Fotos anzeigen, Videokamera Einstellung, Selbstauslöser, Effekte, Weißabgleich, Querformat. Und wenn ich hier die Vier-Wege-Wippe benutze und nach rechts oder links drücke, dann kann ich hier zwischen Videofunktion und Fotofunktion hin und her springen. Ich mache noch einmal ein Video. Aber wie man jetzt schon sehen kann, im Grunde ist das hier echt keine gute Qualität. Das sind nicht mal Schnappschüsse, das sind echt nur wirklich Fotos, die man nur für dieses Gerät verwendet. Und um die einfach aufgenommen zu haben. Sonst braucht man die Kamera eigentlich gar nicht erst verwenden. Ja, so viel dazu. Das ist das Nokia C101. Die Internetfunktion werde ich euch jetzt nicht zeigen. Ich glaube, das erspare ich euch. Da habt ihr Glück gehabt. Wollt ihr wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Denn ich denke, wenn man dieses Gerät kauft,
für 50 Euro, dann kauft man es, um zu telefonieren, um SMS zu schreiben und um ein paar Extras zu haben, die man nun mal auf dem Gerät mittlerweile haben sollte. Ansonsten braucht man hier eigentlich kein Internet und so weiter.